Hi, hoi, Lieben. Hier haben wir mal wieder eine junge Lasius und Bratus. Königin vom Schwarmflug. Und hier haben wir eine Lasius und Bratus Königin, die hatte nicht so viel Glück beim Schwarmflug. Nee, eigentlich waren das vier, nein, fünf. Dass ihr wisst, was passiert, Lasius und Bratus Königinnen vertragen sich vielleicht eine Minute oder eineinhalb Minuten miteinander und dann bringen sich die gegenseitig um. Die gehen sich sofort an die Gurgel. Und wenn die Königinnen sich dann plötzlich nicht mehr an die Gurgel gehen, kann oft passieren, dass sie sich ein paar Mal probieren umzubringen, sie es aber nicht schaffen, dann haben die Königinnen irgendwie dann plötzlich keine Lust mehr, dann machen die Arbeiterinnen die Arbeit. Dann suchen sich die Arbeiterinnen eine der zwei Königinnen aus und die zweite wird dann ermordet. Jetzt könnten jetzt die kleinen Neulinge wieder sich anweinen und pissen, wie man so böse sein kann. Du kannst doch auch einfach eine Königin in die Kolonie setzen. Nein, weil diese Königin hier, die hat noch alle Beine, die hat noch alle Fühler, die ist kerngesund, die ist nicht mal verletzt, war von den fünf Königinnen die stärkste. Das heißt, die wird mit großer Wahrscheinlichkeit die gesündeste Kolonie hervorbringen. Hätte ich jetzt alle fünf in ein Reagenzglas gesteckt, extra, dann hätte ich fünf Kolonien, die alle irgendwie sporadisch dahin vegetieren, weil zum Beispiel die Königin, die als erstes ermordet wurde von der einen Königin, die war wohl am schwächsten, weil sonst hätte sie nicht gleich als erstes einen Geist aufgegeben. Die hier produziert eben eine gesunde, junge Kolonie. Die hier hätte wahrscheinlich auch noch einigermaßen eine gesunde Kolonie erzeugt, weil die und die haben, glaube ich, eineinhalb Tage miteinander gekämpft, bis sie es aufgegeben haben und die Arbeiterinnen haben dann eben die ermordet und die nicht. Deswegen, wenn ihr Königinnen habt, zum Beispiel Lasius Niger, wenn ihr Lasius Niger gründen lassen wollt, fangt euch 10 Königinnen, steckt sie gemeinsam in ein Reagenzglas, die werden es gemeinsam gründen und wenn die Arbeiterinnen da sind, töten die Arbeiterinnen alle Königinnen bis auf eine. Und diese eine, die am Ende überbleibt, ist die stärkste und die gesündeste, weil deswegen ist sie übergeblieben. Viele Leute jammern ja, die haben eine Lasius, gefangene Lasius Niger Königin. Die gründet dann und dann bricht der zusammen, also es heißt, die Königin legt nicht so viele Eier, wie man sich es vorstellt und so weiter und so fort. Es hat oft nichts damit zu tun, dass man schlecht Haltung macht oder irgendwas. Das ist einfach die Königin. Das ist ein Tier. Nicht jede ist gleich stark, nicht jede ist gleich robust, nicht jede ist gleich fit. Wer weiß jeder, was eine Königin, die am Boden herumrennen sieht, alles hat. Vielleicht ist die krank, vielleicht hat die einen genetischen Defekt, vielleicht hat die irgendwas. Und normalerweise in der Natur, so wie die halt, rangiert sowas mit der Zeit aus. Am Ende bleibt nur mehr der übrig, der am gesündesten und am vitalsten ist, damit er eben gesunde und vitale Nachkommen zeugt. Wisst ihr aber, was ich an Lasius und Bratus geil finde? Man richtet ein Reagenzglas her mit Lasius Nigerbrot. Und dann machen viele, dass nur Puppen drin sind und setzen dann die Königin dazu. Die Königin wird dann die erste frisch geschlüpfte Arbeiterin töten, zerstückeln, sich mit dem Blut einreiben, weil es in ihrem Instinkt drinnen ist. Du kannst ebenso eine Brut Puppen reinsetzen, fünf Arbeiterinnen dazu und dann die Königin dazu, weil sie wird so oder so mindestens eine oder zwei Arbeiterinnen zerbeißen und sich mit dem Blut einreiben. Also ist das scheißegal. Was ich am meisten bis jetzt die positivsten Erfahrungen gesagt hat, man setzt die Königin in eine kleine Box, zum Beispiel eine Faunabox, eine Heimchenbox oder sowas, dort ein Reagenzglas herrichten mit
quasi Sneakerbrot, also Puppen, vielleicht auch ein paar Larven und sagen wir so 15 bis 20 Arbeiterinnen und steckt dann das an die Arena an. Und dann soll die Königin von alleine dort reingehen. Ihr sperrt sie nicht zu den Arbeiterinnen hinzu, sondern die Königin soll alleine dort reinfinden. Weil meistens rennen die Arbeiterinnen dann sowieso in der Arena rum, die Königin wird dann eine Arbeiterin töten, sich einschmieren mit ihrem Blut und dann automatisch zu dem Reagenzglas gehen und hineingehen, weil für sie das die Kolonie ist. Meistens, warum Adoptionen, Einfügen und so weiter nicht funktionieren, ist nicht, weil die Tiere zu blöd sind dafür, wie ich schon oft in manchen Foren und so gelesen habe. Das liegt daran, weil der Mensch, besonders junge Kinder, zu trottelig sind, um irgendwas simpel zu machen. Du musst versuchen, solche Aktionen natürlich zu gestalten. In der Natur kann die Königin, wenn es ihr zu schlecht wird, in Anführungszeichen, davonlaufen. Die kann fliehen. Die kann hat Kilometer Platz zum Wegrennen und dann ist erneut zum Versuchen. Wenn ihr die in ein Reagenzglas steckt mit der Arbeiterinnen und dann einen Pfropfen drauf macht, kann die nirgends hinfliehen. Weil meistens verfolgen die Arbeiterinnen diese Königin 3 cm, 4 cm und dann lassen sie sie in Ruhe, drehen um und gehen zurück ins Nest. Da ist keine Massenvermehrung, wo dann tausende Ameisen rausstürmen und diese Königin verfolgen. Dasselbe auch bei Serpiformica fusca, Raptiformica sanguinea, Polyharchis, Anoplolepis, Phaidole und so weiter. Adoptionen funktionieren deshalb, weil die Königin Platz hat, den angreifenden Arbeiterinnen, bei, wenn es ihr zu bunt wird, aus dem Weg zu gehen, vor denen zu fliehen. Weil bei denen war es auch, die waren zuerst hier drin. Also ich habe hier die Brut, die Arbeiterinnen, alles rein. Dann habe ich hier die vier Königinnen rein und habe dann mit dem Schlauch, mit dem Röhrchen, da oben reingesteckt und zugemacht, dass sie halt dort nirgends raus können. Und die Arbeiterinnen haben dann die Königinnen selbst gefunden und umgekehrt. Und dann am Ende waren alle vier Königinnen da drinnen und dann ist eh schon der Fetz losgegangen. Weil das ist meine Kolonie, die habe ich zuerst gefunden. Nein, das ist meine Kolonie. Kämpfen wir das und töten wir sie und dann prügeln sie sich schon. Und seit live für diese Königin gestorben ist. Das ist aber ebenso bereits wieder Futter für die Ameisen hier drin. Die fressen die und werten das gleich um, dass die Königin dann gleich Eier legen kann. Aber naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.